Eigentlich habe ich erst angefangen, mich zu lieben, als ich schwanger wurde. Damit begann die Reise zu mir selbst. Es ist mein Raum, der mich umgibt. Ich möchte ihn spüren, bei mir sein. Ich suche die Stille, um den Ruf meiner Seele zu hören. Dann versuche ich, ihn zu halten, ihn nicht zu verlieren. Ich kann spüren, wie das Netz der Verpflichtungen mich umgibt. Es gibt mir Struktur, einen tieferen Sinn und das gute Gefühl, für die Familie da zu sein. Auf der anderen Seite aber fühle ich mich gefangen in den sich immer wiederholenden alltäglichen Abläufen. Wenn ich spiele, gibt es für mich kein Später. Ich vergesse alles um mich herum. Ich bin frei, einfach nur bei mir. Ich bin glücklich, jetzt, wo ich hier bin. Bin ich nicht mehr allein, sondern teile meinen Raum, meine Person, meinen Körper, meine Gedanken, meine Gefühle. Ich teile. Es ist still. Ich versuche an alles zu denken, aber um mich herum gibt es so viel zu entdecken. Es gibt so viele schöne Dinge. Und dann vergesse ich alles andere. Dann habe ich das Gefühl, alles, was dann stört, was dann da hineindrängt, fühlt sich an wie Pfeile, die dann da reingeschossen werden. Amalia, zieh dich jetzt an! Ja! Diese Unaufmerksamkeit gegenüber mir. Manchmal ist mein Kopf so voll, dass ich nicht mehr denken kann. Oder ich habe einfach keine Lust. Dann mache ich alles falsch und gebe mir keine Mühe mehr. Ich kann Mama verstehen, wenn sie sich darüber aufregt. Und sie tut mir auch leid. Aber in diesem Moment kann ich nicht anders. Warum verletzt man das Wesen, was man am meisten liebt? Aber dann ist es ja schon passiert. Dann sind die Verletzungen da.
Am Abend denke ich über den Tag nach. Ich möchte mich nicht streiten. Es fühlt sich ganz schlimm an. Mein Herz tut weh, wenn ich streite. Am Anfang bin ich richtig sauer. Aber dann wünsche ich mir, dass wir beide wieder glücklich sind. Ich schäme mich vor mir selber. Es überfordert mich dann irgendwie alles. Manchmal verstehe ich einfach nicht, warum es so viele Pflichten und Aufgaben gibt. Es fühlt sich so an, als würden die Aufgaben alles schwieriger machen. Ja, aber man ist irgendwo auch ohnmächtig, wie gelähmt. Kann nicht richtig reagieren. Was hindert mich in dem Moment daran, richtig zu reagieren? Was ist denn richtig? Was ist falsch? Ich kann mir dann nur schlecht in die Augen sehen. Da ist dann irgendwie Scham und Kritik, Vorwürfe. Man möchte es am liebsten von sich abwaschen. Alles, was man gesagt, getan oder gedacht hat. Die falschen Worte. An was denkst du? Ich träume davon, dass wir zusammen Musik machen. Ich träume davon, dass wir zusammen lachen. Ich mag dich gern. Dass wir uns am Arm und uns lieb haben. Es ist jedes Mal irgendwo auch eine Chance, das nächste Mal besser zu tun. Ich brauche dich. Thank you.
Meine Liebe zu dir ist immer da, denn sie ist bedingungslos. Aber wenn ich an die Sterne denke und in den Himmel gucke, dann sind unsere Probleme winzig klein. Nur unsere Liebe ist so groß, dass die ganze Welt hineinpasst.